Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel. Dieses Mal schauen wir schon in den Monat Juni und wir haben wie gehabt vier Stapel. Einmal Stapel 1, Stapel 2, Stapel 3 und Stapel 4. Wählt einfach intuitiv wieder einen der vier Stapel aus und dann guckt unten in der Infobox nach der Zeitmarke. Die führt euch dann zu eurem Stapel. Gut, dann legen wir auch schon los. Viel Spaß dabei! So, wir starten mit Stapel Nummer 1 für alle, die diesen schönen Stein hier gewählt haben. Ich lege den mal beiseite. Das hier ist eure Zusatzbotschaft, die schauen wir uns ganz zum Ende an. Die lege ich beiseite, weil ich möchte gerne alle Karten vorher aufdecken und erstmal schauen, was eure Energien so sind. Da haben wir einmal den Teufel. Dann haben wir die 8 der Kelche. Wir haben die Wurzeln. Wir haben das Haus in der Lenormand-Karte. Ich lege die Zusatzbotschaft hier ans Eck, damit wir genug Platz haben. Wir haben das innere Kind. Wir haben die Einheit. Die Sonne. Super schöne Karte. Richte deinen Fokus auf Dienen. Financial Constraints. Wir haben die Flitterwochen. Seite. Take a break, gönn dir eine Pause. Try something new, probier mal was Neues aus. Wir haben den Biber mit der Kraft der Vision und wir haben den Erzengel Michael mit Du schaffst das. So. Und das, diese Grundenergie, die mir bei dir von Anfang an reingekommen ist, ist, du bewegst dich gerade von etwas weg. Oder von jemandem, das kann auch sein. Der Teufel steht für mich immer für Süchte, für Abhängigkeiten, für festgefahrene Strukturen, die man einfach hinter sich lässt. Und dann noch die 8 der Kelche dazu, das ist so ein Aufbruch zu neuen Ufern, einfach weil man keine Erfüllung mehr in etwas oder bei jemandem findet und man einfach sich wieder auf die Suche macht, um wieder mehr Tiefe im Leben auch zu erfahren, um wieder mehr in die persönliche Erfüllung einfach auch reinzukommen. Du hast das Thema Wurzeln, Haus, inneres Kind ganz viel hier drin. Also bei dir geht es vielleicht auch darum, so diese innere Heimat zu finden, ne? Also dieses kleine Kind in dir möchte wieder mehr einfach angenommen werden, möchte wieder mehr gelebt werden. Vielleicht gibt es da auch Themen aus der Vergangenheit, von deinen Wurzeln her, die es einfach zu lösen gibt. Vielleicht bist du da auch schon die letzte Zeit dran gewesen, dir einfach Themen aus der Vergangenheit, aus deiner Kindheit anzusehen, die dich einfach, ja, ich sage jetzt mal ein Stück weit runtergezogen haben in letzter Zeit. Auch das kann sein, dass diese Themen jetzt vermehrt einfach auch hochkommen im Juni, weil sie gelöst werden wollen. Da geht es einfach darum, dass du dich im Leben ganz anders verwurzelst, dass du Wurzeln schlägst im Leben und dass du gefestigt bist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da Themen aus der Vergangenheit sind, die dich einfach aktuell daran hindern, dieses Heimatsgefühl in dir zu haben, ne? Vielleicht fühlst du dich auch innerlich sehr heimatlos und du irrst gerade ein bisschen rum und weißt nicht wohin oder es ist gerade so eine Phase, wo du dich einfach gegen etwas oder jemanden entschieden hast und dich wegbewegst und du nicht weißt, Mensch, wie geht's denn jetzt weiter bei mir im Leben? Was kommt denn jetzt auf mich zu? Ich habe auch ein bisschen die finanziellen Schwierigkeiten bei dir in der Vergangenheit mit drin. Aber ich kann dir sagen, das ist zum einen ein sehr spiritueller Weg, ne? Also du hast hier wirklich, da geht's um innere Themen, an denen du hier arbeiten musst, ne? Also wirklich Themen aus der Vergangenheit, Themen, die deinen Weg einfach bis jetzt blockiert haben, ne? Aber du hast hier auch ganz deutlich mit drin, du schaffst das. Das ist für mich so diese Kernbotschaft für dich. Du schaffst das. Du kannst deine Träume wahr werden lassen, ne? Du hast die Kraft der Vision, auch die habe ich mit dem Biber hier drin, ne? Du kannst dir, manche Leute können das ja auch gar nicht, du kannst dir sehr gut mit Bildern im Kopf vorstellen, wie du dein Leben haben möchtest. Du kannst sehr, sehr gut Visionen
Visionen von deinem Traumleben in deinem Kopf kreieren und damit ziehst du das natürlich in dein Leben, ne? Und hier kommen wirklich auch neue Ideen auf dich zu, ne? Vielleicht musst du hier mehr in deine Visionen wieder reingehen, mehr in deine Träume, dir wieder mehr überlegen, ja, was sind denn eigentlich meine Wünsche in diesem Leben? Was wünsche ich mir denn? Und dann mehr in diese Vision, in diese Kraft reingehen. Und dann hast du hier wirklich das drin, vertraue dem Leben und wage einen Neuanfang. Probier mal was Neues aus, weil dann wird auch was Neues in dein Leben kommen. Und mit der Sonne hast du hier wirklich einen brillanten Ausgang drin, ne? Du hast hier, hab Vertrauen in dich, das wird zu Erfolg führen, was du davor hast. Das ist, verlier nur deinen Fokus nicht dabei, ne? Richte deinen Fokus auch auf Dienen. Und damit ist nicht nur Dienen an der Menschheit gemeint, sondern auch Dienen deiner Seele, deiner höheren Vision, deinem persönlichen Lebensplan dienen, einfach mal den Verstand ein Stück weit aufzugeben und zu sagen, ich kann es vielleicht alles gerade nicht so greifen, aber ich gebe mich dem Leben wieder ein Stück weit mehr hin, weil ich in mir verwurzelt bin, weil ich in mir zu Hause bin. Es ist ganz egal, was im Außen kommt, ich schaffe alles. Ich muss nicht alles mit dem Verstand kontrollieren und erfassen können, sondern ich kann vertrauen, weil ich weiß, egal was auf mich zukommt in diesem Leben, ich schaffe das. Du schaffst das, ne? Und dann werden auch diese finanziellen Schwierigkeiten, die du hier drin hast, mal wieder ein Stück weit gelockert und aufgelöst, ne? Hier liegt ganz klar dieser Neuanfang mit drin, aber der ist bei dir durch diesen spirituellen Neuanfang wird dieser initiiert, indem du einfach sagst, nee, so wie es jetzt ist, möchte ich nicht weiterleben. So wie ich die letzten Monate, Wochen, Jahre gelebt habe, geht's für mich nicht weiter. Das zieht mich runter. Da ist vielleicht auch eine Abhängigkeit da, in welcher Richtung auch immer. Du weißt, da ist was, was du loslassen musst, weil das hindert dich einfach daran, deinen Weg zu gehen. Und jetzt ist es einfach, du hast ein Level an Diskomfort erreicht, wo du sagst, das geht so für mich nicht weiter und ich möchte so nicht leben. Das ist nicht das Leben, was ich mir erträumt habe, was ich mir gewünscht habe. Und das initiiert letzten Endes bei dir diesen Weg, dass du wirklich sagst, Mensch, ich irre hier ein bisschen heimatlos gerade rum. Ich weiß gerade nicht so wirklich, was mein Seelenplan ist, was denn meine höhere Vision vom Leben ist. Irgendwie auch dieses Gefühl von, vielleicht hast du das auch, dieses Gefühl von Sinnlosigkeit, dass du dir denkst, Mensch, es ist eh immer alles das Gleiche. Ich wandere hier nur so rum und ich weiß gar nicht, wohin das gehen soll in meinem Leben und ich weiß gar nicht, ja, welchen Weg ich einschlagen soll oder ja, weil du dich ein Stück weit heimatlos einfach fühlst. Und hier geht es wirklich darum, im spirituellen Sinne einfach Wurzeln zu schlagen, dich in dir zu verwurzeln, in dir die Heimat zu finden, dich mit deinem inneren Kind wieder zu verbinden, auch mit deinem inneren Kind zu arbeiten, weil vielleicht kommt da auch ein Stück weit an, ja, an Traurigkeit her oder vielleicht hast du aus der Kindheit auch Strukturen und Abhängigkeiten, die sich da einfach entwickelt haben, alte Muster, die du jetzt einfach auflösen darfst und die dich wirklich, wenn du das machst, dann wird dich das in eine ganz neue Richtung führen und vielleicht fehlt dir noch diese Botschaft, vielleicht zweifelst du noch an dir selber und denkst dir, na, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und gerade diese Zweifel hindern dich daran, einfach eine neue Richtung einzuschlagen. Hier ganz klar, Erzengel Michael sagt dir, du schaffst das. Geh los, vertraue deinen Träumen, vertraue deiner Vision, du hast einen brillanten, glücklichen Ausgang hier drin, dir kann wirklich nichts passieren. Wage was Neues, gönn dir erstmal eine Pause und hör auf, in diesem Hamsterrad zu sein, steig aus diesem Hamsterrad aus, ne? Vielleicht bist du da wirklich gerade in so einer Spirale gefangen, in so einem Hamsterrad und es ist immer das Gleiche und die Zeit vergeht und du fühlst dich aber innerlich angespannt, weil du natürlich unterbewusst weißt, naja, das ist eigentlich nicht das Leben, was ich mir gewünscht habe und die Zeit vergeht aber und man muss da mal ausbrechen aus diesen Strukturen, man muss sich davon einfach mal befreien und sich auf den Weg machen. Und auch wenn du den Weg jetzt vielleicht noch nicht sehen kannst, der wird sich von selber ergeben und du wirst sehen, dass Mut wird immer bezahlt vom Universum. Immer. Wer mutig ist, gewinnt am Ende immer. Und du schaffst das. Dir kann hier wirklich nichts passieren. Du kannst hier wirklich Vertrauen haben in das Leben.
Ich habe auch die Flitterwochen hier drin. Das kann auch sein, dass du wirklich dann, wenn du dich auf den Weg machst, auch einen neuen Partner findest, weil du natürlich auch eine ganz andere Energie dann auch hast, die selbstverständlich andere Leute in dein Leben zieht. Und so wirst du sehen, dass du, daran merkt man immer relativ schnell, wenn man sich selber energetisch verändert hat, ist einfach an der Qualität der Personen, die man dann in sein Leben zieht. Und das wirst du auch ganz deutlich merken. Oder du hast einen Partner, den du vielleicht auch erst kürzlich kennengelernt hast. Dann ist hier auch wieder, ne? Vielleicht hattest du hier eine Zeit, wo es auch in der Partnerschaft nicht so gut lief. Weil oft ist es ja auch so, dass wenn man sich selber so ein Stück weit verloren hat im Leben und wenn man selber gerade nicht so weiß, wo es hingeht im Leben und wo man eigentlich hin möchte, dann ist es ja auch oft so, dass sich das auch auf die Partnerschaft auswirkt, weil natürlich der Partner auch spürt, dass es einem nicht gut geht. Und du wirst sehen, sobald du hier wieder mehr deinen Seelenweg gehst, deiner Mission entgegengehst, je mehr du wieder in deiner Kraft lebst, je mehr du deinem Seelenplan wieder folgst, desto mehr wird sich auch fügen in deinem Leben und auch in deiner Partnerschaft. Das wird eine neue, genieße die Ekstase, steht hier. Genieße das Zusammensein. Wenn du dich selber und dein Leben wieder mehr genießen kannst, kannst du natürlich auch eine Partnerschaft wieder mehr genießen. Das ist ganz klar. Deswegen hier beschäftige dich vielleicht mit Strukturen, die du aus der Kindheit übernommen hast, wo du dir vielleicht denkst, ah, aber das soll nicht so sein, das darf nicht so sein, das kann nicht so sein. Vielleicht konkrete Vorstellungen über dein Leben, die du vielleicht aus der Kindheit übernommen hast, die dich jetzt daran hindern, deinen Weg zu gehen, die dich jetzt daran hindern, deine Vision zu leben, deine Träume. Vielleicht hat man dir als Kind dieses Selbstbewusstsein einfach nicht mitgegeben, dass du alles sein und werden kannst, was du dir wünschst. Dann musst du dir dieses Selbstbewusstsein jetzt selber aneignen und du musst deinen Weg trotzdem gehen. Ne? Lass dich hier nicht in festen Strukturen, in Abhängigkeiten einsperren. Versuch nicht, diese innere Leere durch Dinge zu füllen, durch ein Pflaster zu überdecken, was ja alles sein kann an Abhängigkeiten, mit denen du dich ablenkst von deinem inneren Ruf, sondern hör auf diese Stimme, ignoriere sie nicht länger und mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg in dein neues Leben. Wage was Neues, geh in Richtung deiner Visionen, deiner Träume. Und wenn du selber erfüllt bist, dann wirst du auch sehen, dass sich dein Leben ganz anders fügen wird, dass eine Fülle in dein Leben kommen wird, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Da liegen die Finanzen dann da, da kommt dann alles auf dich zu. Aber in der Energie, in der du aktuell bist, in diesem bisschen, dass du verloren bist und dass du nicht weißt, wohin es geht, das ziehst du natürlich immer mehr auch in dein Leben. Deswegen hier nimm das in die Hand und mach dich auf den Weg, auf zu neuen Ufern. Ich bin jetzt gespannt, was bei dir in der Zusatzbotschaft noch drin ist. Schauen wir mal rein. So. Oh, wie passend. Die Bestimmung. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, sollten Sie sich überlegen, ob und wie Ihre gegenwärtigen Ziele Sie Ihrer Bestimmung entgegenbringen. Überprüfen Sie, ob die Stimme Ihrer Vernunft mit der Sehnsucht Ihres Herzens übereinstimmen. Lassen Sie Ihre Wertvorstellungen der Kompass sein, der Sie in die richtige Richtung führt. Werden Sie sich darüber klar, ob sich Ihre Gedanken, Worte und Taten in Übereinstimmung mit dem großen Plan Ihres Lebens befinden. Wenn nicht, handeln Sie, um diese Übereinstimmung herzustellen. Handeln Sie bewusst und mit Weisheit, denn die Entscheidungen, die Sie jetzt treffen, können Sie Ihrer Bestimmung entgegenführen oder Sie vom rechten Weg abbringen. Und deine Affirmation für den Juni ist, ich weiß, worin meine Bestimmung liegt. Und das ist echt, das ist so eine powervolle Affirmation, dass du dir immer wieder sagst, auch wenn du dir unsicher bist, damit löschst du ja alle Unsicherheiten in dir, indem du dir immer wieder sagst, du weißt, was deine Bestimmung ist. Ne? Schieb das nicht länger vor dir her. Lebe dieses Leben, das du willst und das dir zusteht. Geh in diese Richtung und gib dich nicht mit weniger zufrieden. Geh deiner Bestimmung hinterher. Und du wirst sehen, da werden sich Wege auftun, die du jetzt noch gar nicht für möglich halten kannst, die du jetzt noch gar nicht sehen kannst. Wunderschöne Karten, sehr, sehr schön. Hatte richtig Gänsehaut, als ich das jetzt aufgedeckt habe mit der Bestimmung. Super schön.
Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch zukünftig meine Orakel sehen könnt. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Orakel wieder hören. Vielen Dank euch und alles Gute. Tschüss. Mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben, den finde ich ja super schön. Das ist auch eure Zusatzbotschaft, die lege ich erstmal beiseite, die schauen wir uns ganz zum Schluss an. Ich decke erstmal alle Karten auf und wir schauen in eure Energie des Monats Juni rein. Ihr habt die 7 der Stäbe, die 2 der Münzen, ihr habt die Verantwortung mit dem Steinbock, ihr habt die Vögel aus dem Lenormand. Ihr habt den Engel des Mutes. Ihr habt die 5 der Luft. Ihr habt die 3 des Feuers mit der Fülle. Das ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Karte. Ihr habt Bitten. Ihr habt eine neue Liebe. Die legen wir hier mal zur Seite. Ihr habt Share Your Voice. Ihr habt Yin and Yang. Relax. Ihr habt den Lux mit dem neuen Bewusstsein. Und ihr habt Schreibe. So. Das, was mir bei euch sofort aufgefallen ist, ganz am Anfang mit den Tarotkarten, ist, dass ihr gerade sehr, sehr viel Verantwortung im Leben habt. Also wo auch immer das sein mag, das kann im familiären Bereich sein oder im beruflichen Bereich. Ihr versucht gerade Balance zu finden, viele Dinge auf einmal zu erledigen, zu jonglieren. Bei euch ist gerade wahnsinnig viel los. Ihr kommt gerade gar nicht so wirklich zur Ruhe. Ihr habt gerade dieses Thema Balancieren, Yin und Yang in Ausgleich bringen. Euch fehlt gerade ein bisschen die Zeit, um zu relaxen. Bei euch ist einfach wahnsinnig viel los im Leben. Und das ist das, was ich bei euch sehe, ist, dass ihr euch ein bisschen gefangen fühlt in der Situation und so damit beschäftigt seid, das zu jonglieren, was gerade bei euch los ist und euch um das alles zu kümmern. Vielleicht habt ihr hier auch eine riesen Verantwortung für viele Dinge gleichzeitig, so dass ihr gar nicht dazu kommt, euch mit euch selber zu beschäftigen oder euch mit anderen Themen, mit Themen, die mit euch selber zu tun haben, zu beschäftigen. Und hier ist auch dieses Relax drin. Also ihr müsst aus diesem Machen, Tun und tausend Dinge gleichzeitig wieder ein Stück weit rauskommen und euch wieder mal ein bisschen Pause und Ruhe gönnen. Und das, was ich wirklich bei euch drin habe, ist, seid hier mutig und bittet um Hilfe. Worum immer es bei euch geht, hier ist wirklich, hier ist Share Your Voice drin. Hier ist Share Your Voice, also teile deine Stimme. Bitte um Hilfe, hol dir Hilfe in dieser Situation. Ne? Du musst das nicht alleine machen. Lerne, was du nur kannst aus dieser Situation, aber hier bitte wirklich um Hilfe und fang hier auch an, das kann auch eine ganz klare Botschaft an dich sein, fang hier an zu schreiben. Bring das mal auf Papier, was bei dir gerade alles so los ist, damit du das ein bisschen besser greifen kannst und nimm dich ein bisschen zurück, dass du wieder mal ein bisschen den Überblick hast, weil ich habe das Gefühl, du bist gerade in so einem Strudel drin und du versuchst zu überleben und du versuchst, ja, deinen Kopf über Wasser zu halten und kannst gerade so dazwischen mal atmen, aber du bist halt gerade wirklich wie so ein Jongleur, ne? Also du kommst gerade gar nicht dazu, dich hinzusetzen, um mal zu sagen, Mensch, was ist denn gerade eigentlich los in meinem Leben? Ne? Also überhaupt dir Gedanken zu machen und deswegen hier ganz klar, bitte hier um Hilfe und das kann wirklich konkret sein, dass du Menschen um Hilfe bittest, dass du sagst, hey, so geht das nicht mehr, ich brauche hier Unterstützung, ich schaffe das nicht mehr. Vielleicht bist du auch ein Typ, der das nicht kann oder das nicht gelernt hat in der Vergangenheit, der sich gedacht hat, Mensch, ich muss immer alles alleine machen, ich trage die Verantwortung, ich muss immer alles alleine erledigen, ich bekomme keine
kleine Unterstützung. Ich schaffe das schon irgendwie und dann gehst du über deine Grenzen hinaus, weil du dich einfach nicht traust, um Hilfe zu bitten. Das kann aber auch im spirituellen Sinne sein, ne? Dass du vielleicht spirituell auch gerade total überfordert bist und dir denkst, Mensch, wie soll denn das alles weitergehen bei mir? Wo soll denn das noch hinführen, wenn das so weitergeht, wie es aktuell ist? Dann bitte die geistige Welt um Hilfe. Vielleicht hast du auch vergessen, dass hier Helfer stehen, die nur darauf warten, dass du die um Hilfe bittest. Vielleicht hast du das total vergessen in deinem Stress und in deinen tausend Themen, an denen du gerade arbeitest. Vielleicht hast du vergessen, dass du das nicht alles alleine machen musst. Dass es auch überhaupt nicht schlimm ist, dir Unterstützung zu holen. Überhaupt nicht. Also vielleicht bist du auch in der Vergangenheit immer wieder so ein Einzelkämpfer gewesen. Und das Problem ist, was ich bei dir sehe, ist, das ist ein zu viel. Und deswegen macht dir das keinen Spaß mehr. Dir macht es keinen Spaß, an diesen tausenden Aufgaben zu arbeiten. Du hast keine Freude dabei, weil du komplett überfordert bist damit, weil das einfach viel zu viel ist. Und du denkst dir vielleicht oder hast vielleicht innerlich ein schlechtes Gewissen, weil du dir denkst, aber ich muss das doch schaffen, das schafft doch der und der auch. Nein, musst du nicht. Bitte hier um Hilfe. Also hier, komm hier raus aus dem Ganzen, ne? Ich habe hier die Fülle bei dir drin, es sieht gut aus, aber habe dieses Mal ein bisschen Geduld. Vielleicht fehlt dir auch gerade ein bisschen die Geduld und du denkst, du musst alles sofort und auf einmal erledigen und du bist total ungeduldig, weil du das alles jetzt haben möchtest, aber hier, die Fülle kommt. Lehn dich zurück, relax, alles ist okay. Die Fülle kommt in dein Leben, hab ein bisschen Geduld. Das hier ist jetzt die Zeit für dich, um langfristige Pläne auch zu machen, ne? Du musst nicht sofort und gleich und auf Biegen und Brechen alles verändern in deinem Leben. Lehn dich zurück und genieße auch den Weg zu deinen Zielen, ne? Und hab wieder ein bisschen mehr Freude dann auch an den Themen, die du gerade alle angehst. Ne? Vielleicht machst du das, vielleicht arbeitest du gerade wirklich alles ab wie auf einer To-Do-Liste. Ne? Hauptsache, du kannst einen Haken dahinter setzen und fertig. Wie du dich dabei fühlst, ist gerade nebensächlich. Aber das ist so wichtig, das ist so wichtig. Weil in jedem Moment, wo du Aufgaben erledigst, wo du durch den Tag gehst, ohne Freude, mit einem Gefühl der Überforderung und mit einem Gefühl, dass dir alles zu viel wird, das zieht ja noch mehr dieser Energie in dein Leben, sei dir dessen bewusst. Du musst hier wirklich deine Energie wieder umdrehen, deinen Fokus wieder umdrehen, ne? Auch wenn ganz viel Aktivität im Außen ist, dann darfst du dich davon nicht davonreißen lassen und du musst trotzdem Grenzen setzen und du musst trotzdem sagen, nein, mehr als das schaffe ich jetzt nicht. Es geht bis hierhin und nicht weiter. Weil du verlierst dich da gerade ein Stück weit selber. Also, ne, geh hier raus aus diesem inneren Stress. Hier bei dir, ich habe auch Veränderungen drin. Neuerungen kündigen sich an. Lausche nach innen und beachte die Zeichen der Zeit. Lausche nach innen, aber das kannst du gar nicht, wenn so viel im Außen los ist. Zieh dich hier ein bisschen zurück, bitte um Hilfe. Geh wieder mehr in dich, dass du dich selber wieder mehr wahrnimmst. Und hier vielleicht ganz konkret, vielleicht magst du das mal probieren, dass du dir ein Tagebuch zulegst und mal aufschreibst, was in deinem Kopf, in deinem Leben denn alles so los ist. Dass du da mal wieder ein Stück weit auch den Überblick drüber bekommst. Und dann, wenn du nach innen gehst, dann wirst du sehen, dann fühlst du wieder mehr, dass du in Ruhe dein Leben genießen kannst. Dass du nicht alles heute erledigen musst, dass auch Dinge mal liegen bleiben können und das überhaupt nicht schlimm ist, wenn das so ist, ne? Die Fülle liegt hier wirklich drin bei dir, du brauchst dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Und hier geh hier raus aus diesem Druck und dieser Verantwortung, die du hier hast. Auch hier Verantwortung abgeben bekomme ich auch bei dir. Du musst nicht alles alleine machen, du musst nicht alles alleine tragen, sei dir dessen bewusst, ne? Ich habe auch die neue Liebe bei dir drin. Auch da kann sein, dass entweder jetzt schon oder in naher Zukunft eine neue Liebe auf dich zukommt. Eine wunderschöne Karte, ich mag die sehr, sehr gerne aus dem Liebesorakel. Oder dass du vielleicht auch in deiner Partnerschaft, weil halt gerade so viel bei dir los ist, dass du gar nicht die Zeit hattest, dich um deine Partnerschaft zu kümmern und dass das einfach wieder neu entflammt, wenn du deinen Fokus auch wieder mal ein bisschen auf die Themen lenkst, die dir eigentlich Spaß machen und die du eigentlich auch gerne machst, ne? Wir schauen noch in deine Zusatzkarte rein. Oh, und das sind die Beziehungen.
Sie denken, sprechen und benehmen sich anderen gegenüber so, wie sie es auch sich selbst gegenüber tun würden. Ihre äußeren Beziehungen spiegeln wieder, wie sie zu sich selbst stehen. Wenn sie Konflikte haben, schauen sie sich ihre inneren Konflikte an. Wenn andere ihnen feindselig gegenüberstehen, finden sie heraus, wo ihre inneren Widerstände liegen. Wenn sie harmonische Beziehungen haben, freuen sie sich, dass sie eine solche Integrität ausstrahlen, dass es möglich wurde. Bedenken Sie bitte, dass Ihre Mitmenschen Ihnen widerspiegeln, was in Ihrem Inneren vor sich geht. Jeder Mensch lehrt Sie etwas, deshalb sollten Sie Ihre Beziehungen als Möglichkeiten des Wachstums und der Einsicht sehen. Beziehungen sind der Weg der Selbstmeisterung. Und deine Affirmation für den Juni ist, ich ehre und respektiere jeden Menschen. Und das kann ja auch sein, ne, dass du hier gerade... dass du wirklich mit diesem Gefühl, du musst alles alleine machen und du hast keine Unterstützung und keiner hilft dir dabei, dass dir natürlich mit dieser Energie, in der du gerade drin bist, diese Menschen, die Menschen deiner Umgebung dir das auch widerspiegeln und dir auch, naja, die macht ja eh alles selber, alles alleine, die braucht eh keine Unterstützung, die lehnen sich dann natürlich zurück. Darüber ärgerst du dich dann umso mehr, weil du dir denkst, na super, jetzt kann ich noch mehr alleine machen, aber... Das ist eine energetische Sache. Sobald du dich hier veränderst, dich rausziehst, du den Mut hast, hier um Unterstützung zu bitten, dann werden die Leute um dich herum auch wieder aus ihrem Schneckenhaus kommen und dann werden die dich auch wieder gerne unterstützen. Ne? Ja, alles klar, meine Lieben. Ich wünsche euch einen ganz tollen Monat Juni. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Orakel wieder hören. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, auch gerne ein Abo und einen Kommentar. Freue ich mich immer wieder von euch zu hören. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke und tschüss. Mein lieber Stapel 3 für alle, die diesen Amethyst hier gewählt haben. Ich lege den mal beiseite. Auch bei euch ist das die Zusatzbotschaft, die schauen wir uns ganz zum Ende an. Wir schauen aber erstmal in eure anderen Karten rein für den Monat Juni. So, ihr habt den Gewinn, das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Ihr habt die Umsicht. Ihr habt die Persönlichkeit mit dem ersten Haus. Ihr habt die Liebe, sehr, sehr schön, oder das Herz aus dem Lenormand. Ihr habt den Engel der Gnade. Ihr habt den Richtungswechsel drin. Ihr habt den Pagen des Feuers mit der Kontaktfreudigkeit, Kreativität, Zuversicht. Ihr habt den Ritter der Luft, intelligent, entscheidungsfreudig, idealistisch und unermüdlich. Ihr habt in der Liebeskarte die Verspieltheit drin. Gehen wir mal hier rüber. Ihr habt die Boundaries, die Grenzen, Grenzen setzen. Ihr habt Door to Romance, sehr, sehr romantisch. Ihr habt Exercise, also, Gott, jetzt fällt mir das deutsche Wort dazu nicht ein. Ihr habt den Hund mit Treue und Schutz. Du bist allerorts wunderbar geborgen, beschützt und behütet. Und ihr habt Meditiere. So, also das, was mir bei euch gleich aufgefallen ist, ist, auf euch wartet ein Gewinn. Und ein Gewinn, das kann wirklich tatsächlich im finanziellen Bereich sein, weil die Karte der Münzen steht ja auch immer für Finanzen. Das kann aber auch ein Gewinn in der Liebe sein, im familiären Bereich oder im beruflichen Bereich. Aber das, was mir da liegt bei euch, ist eine Veränderung. Es kommen neue Aufgaben auf dich zu, die du willkommen heißen sollst in deinem Leben. Du hast sehr, sehr klug investiert in der Vergangenheit. Du hast Saaten gesät, die jetzt anfangen zu wachsen. Und bei dir kommt jetzt wirklich die Erntezeit. Also die Erntezeit,
wo immer du investiert hast. Das kann wirklich überall im Leben sein, dass vielleicht hast du viel in dich selber investiert, du hast dich viel mit dir selber beschäftigt, viele Themen gelöst, du hast vielleicht im beruflichen Bereich klug investiert, du hast vielleicht im finanziellen Bereich investiert oder auch im Liebesbereich, das kann auch sein, ne? Aber hier kommt wirklich, da kommt eine Zeit, das hast du sehr, sehr gut gemacht und du hast deine Pflänzchen hier mit Wasser gegossen und du kriegst jetzt wirklich einen Gewinn daraus. Also da kommt wirklich Fülle auf dich zu, da kommen neue Unternehmungen auf dich zu, auch die habe ich hier drin, ihr seid wahnsinnig intelligent, also ich habe ja auch eine Menge Aktivität bei euch drin, ihr werdet im Juni wieder viel auch ja mit anderen Menschen zu tun haben, andere Menschen verbringen auch gerne Zeit mit euch, weil ihr einfach sehr, sehr, ja, ich habe hier drin schelmisch und kreativ, ne? Also man hat euch einfach gerne um sich und da kommen wieder eine Menge Kontakte auf euch zu im Juni. Und ihr macht das auch sehr, sehr gut und sehr gerne. Es kommt auch eine neue Unternehmung. Das kann auch im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich sein, aber ich sehe hier bei euch wirklich sehr, sehr viel Aktivität, sehr viel Veränderung und sehr viel Ernten, ne? Also dieses Gefühl auch zu haben, es läuft bei mir, ich habe meine Saaten gut gesät, ich weiß, jetzt ist Erntezeit für mich, ne? Und ihr könnt euch da wirklich zurücklehnen. Vergesst hier nicht, euch selber zu schützen. Ich habe hier auch den Schutz drin und die Grenzen, ne? Also dass ihr euch hier nicht überfordert, dass andere Leute, weil das ist ja immer so, ihr seid gerade, ihr schwimmt gerade wirklich auf einer Erfolgswelle, ne? Also bei euch läuft es gerade ganz, ganz gut im Leben und im Juni noch viel mehr und da kommt wirklich, da kommen Gewinne auf euch zu, ihr werdet ernten, was ihr gesät habt und das ist in eurem Falle sehr gut und das kann wirklich sein, dass, weil ihr einfach in so einer guten Energie seid, in so einer inneren Freude einfach, ne? Und ihr wirklich so, ja, mit Freude auf die Veränderungen auch zugeht, die ihr euch eh schon herbeigewünscht habt und in die ihr eh schon investiert habt, ne? Dass es da natürlich auch viele gibt, die euch da ein bisschen neidisch sind und die euch versuchen, da ein bisschen Energie auch wegzunehmen. Deswegen habe ich hier auch drin, ne, schützt euch hier selber. Das kann auch Schutz im Freundesbereich sein. Der Hund steht ja auch immer für die Freunde. Vielleicht gibt es einfach Freunde, die euch nicht so wohlgesonnen sind im Moment oder es dann nicht mehr sein werden, wenn sich eure Energie anhebt, ne? Die euch da ein bisschen neidisch sind und die versuchen, euch da ein bisschen wegzunehmen. Also hier wirklich Grenzen setzen. Und zwar nicht nur spirituell durch Meditation, weil auch das habe ich bei euch drin, sondern auch ganz klar im physischen Bereich Grenzen zu setzen. Vielleicht seid ihr wirklich so, dass ihr andere auch an eurem Glück immer teilhaben lassen wollt. Ihr wollt immer, dass es anderen auch gut geht. Und das Problem ist dann, dass wenn ihr so viel habt und es läuft gerade sehr, sehr gut bei euch, dann seht ihr oder ihr bekommt auch mit, dass es anderen in eurem näheren Umfeld einfach nicht so gut geht. Und ihr könnt da nicht so wirklich Grenzen setzen, ne? Ihr gebt dann zu viel, so dass es euch aber dann im Endeffekt wieder schlechter geht, ne? Also hier ganz klar sich selber auch Grenzen zu setzen, sich selber hinzusetzen und zu sagen, was kann ich geben und was nicht, ne? Damit ihr hier auf dieser Erfolgswelle, die ihr habt, die ihr euch so verdient habt, weil ihr da wirklich investiert habt auch, ne? Dass ihr das auch viel, viel länger genießen könnt und dass das auch ein anhaltender Erfolg ist, ne? Ihr müsst euren Erfolg zusammenhalten und da nicht zu viel, damit diese Energie einfach bleibt, ne? Damit ihr nicht selber in die Energie von Mangel reinkommt. Weil wenn das passiert, dass ihr wieder eine Mangelenergie habt, dann zieht ihr früher oder später auch wieder Mangel an. Also seid euch dessen bewusst, was ihr hier weggebt. Gönnt euch das selber auch. Nehmt das an. Das ist euer Verdienst, ne? Nehmt das dankend an, mit Gnade, ne? Ganz, ganz wichtig, nehmt auch die Veränderungen an, wobei ich glaube, das muss ich euch gar nicht sagen, weil ihr wartet ja schon drauf, ihr freut euch ja auch schon richtig drauf. Ihr seid auch sehr entscheidungsfreudig, ihr seid sehr, sehr gut mit euch verbunden, ihr habt ganz viele Kontakte, sehe ich bei euch. Man mag euch einfach sehr gerne, man ist einfach gerne mit euch zusammen, ihr habt eine sehr, sehr gute Energie. Natürlich hat man solche Menschen gerne um sich, aber Vorsicht vor denen, die euch hier neidisch sind, wo ihr es vielleicht auch nicht sofort erkennen könnt, ne? Seid hier ein bisschen kritischer auch, vielleicht, das ist ja immer, wenn es einem selber dann auch so gut geht und so, dann will man ja auch nicht in so eine negative Energie rein und sich überlegen, ah, will mir der was Böses oder nicht, aber hier, na, seid ein bisschen umsichtig und vorsichtig, mit wem ihr das alles so teilt, damit ihr da keine Nachteile erleidet.
Ich habe bei euch die Exercise drin. Mir ist immer noch das deutsche Wort nicht eingefallen. Was heißt denn das deutsche Wort dazu? Sport. Sport. Da habe ich es. Macht mal wieder Sport. Also das nehme ich mir selber auch mal mit als Botschaft aus eurem Orakel. Vielleicht habt ihr euch da ein Stück weit einfach gehen lassen. Das wird euch aber sehr, sehr gut tun, weil bei euch auch sehr viel los ist. Seid euch hier sicher, dass ihr auch eurem Körper die nötige Bewegung gönnt und dass ihr euch auch wieder ein Stück weit mehr bewegt. Vielleicht habt ihr in den letzten Wochen sehr viel Zeit auf der Couch verbracht, deswegen hier die Aufforderung, wieder Sport zu machen. Ich glaube, das trifft aber auf uns alle ein Stück weit zu. Und das, was ich bei euch echt sehe, ist, ihr habt so schöne Liebeskarten hier drin. Ihr habt einmal das Herz vom Lenormand, wunderschöne Karte. Ihr habt die Verspieltheit in der Liebe drin, ne? Also romantische Gefühle und the door to romance. Also das kann wirklich sein, dass ihr Single seid und hier wirklich wieder Flirts auf euch warten, romantische Zeiten. Euch geht's einfach gut, ihr zieht das halt auch an, ne? Ihr wirkt halt dadurch, dass ihr auf so einer Erfolgswelle schwebt, auch sehr attraktiv auf andere Menschen. Und ihr werdet sehen, dass sich da für euch sehr, sehr viele Türen öffnen werden. Türen, durch die ihr nicht alle hindurchgehen müsst. Aber das wird euch sehr gut tun, weil ihr wieder dieses Gefühl der Verliebtheit und ihr werdet anerkannt. Das wird euch noch mehr auch von außen dazu verhelfen, dass es euch besser geht und das wird eure Ausstrahlung auch einfach anheben. Deswegen hier, ne, ihr strahlt das gerade aus, ihr bekommt das zurück von außen und das wird euch noch mehr anfeuern einfach. Und es ist, also hier warten wirklich verspielte und sehr, sehr schöne Zeiten auf euch in der Liebe. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass ihr in einer bestehenden Partnerschaft seid und das alles wirklich nochmal, ja, einen Aufschwung erfährt und ihr hier wieder einfach, ja, eurer Romanze nachgeht und wieder mehr für euch macht und wieder mehr dieses Gefühl der Verliebtheit auch in euch habt, ne? Dass ihr den Partner wieder mehr ein Stück weit auch durch die rosarote Brille sehen könnt. Deswegen hier wunderschöne Liebeskarten habt ihr hier drin. Wirklich so richtige Frühlingsgefühle, obwohl es schon in den Sommer hineingeht. Ich bin jetzt gespannt, was bei euch noch in der Zusatzbotschaft ist. Das ist die Fairness. Um fair sein zu können, müssen Sie lernen, alle Menschen und Umstände von allen möglichen Gesichtspunkten aus zu betrachten und unparteiisch zu urteilen. Dabei ist nicht nur Ihr rationaler, logischer Verstand gefragt, auch Integrität und Ehrgefühl sind dafür erforderlich. Wenn Sie Ihren Sinn für Gerechtigkeit mit Mitgefühl kombinieren, sind Sie wahrhaft groß, denn diese Eigenschaften sind rar und kostbar. Lassen Sie heute in all Ihren Tätigkeiten Fairness walten und zeigen Sie sich so, wie Sie sein möchten. Man wird Sie respektieren und ihnen vertrauen. Achten Sie also darauf, dass Sie sich im Gleichgewicht befinden. Und eure Affirmation für den Juni ist: Ich beurteile jeden Menschen und jeden Umstand auf faire Weise. Ne? Und da auch wieder, wenn man so auf einer Erfolgsgefühlswelle schwimmt, dann ist der Verstand oft auch ein bisschen in dieser Glückseligkeit vernebelt. Deswegen versucht ihr wirklich auch rational zu sein. Ihr seid ja auch sehr intelligent und sehr fair auch anderen Menschen gegenüber. Und mit Fairness, da geht es auch darum, dass man, wie ich gesagt habe, dass man sich vielleicht gewissen Personen gegenüber anders abgrenzen muss als anderen Personen gegenüber, ne? Dass man vielleicht für sich selber eine andere Fairness erreichen muss. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Hier fair, auch nicht nur für andere Menschen, sondern für euch ganz wichtig, fair aus eurer Perspektive, weil fair und gerecht ist oft auch sehr, sehr subjektiv, ne? Und es ist hier wichtig, dass ihr für euch selber die Fairness, ist das überhaupt ein Wort? Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Dass ihr selber einfach das Gefühl der Gerechtigkeit habt, ne? Und nicht jemand anderes. Ihr könnt noch so fair anderen gegenüber sein und die können sich ungerecht behandelt fühlen, ne? Deswegen sage ich, fair ist sehr, sehr subjektiv. Seid euch dessen bewusst, ne? Und ihr müsst auch nicht eine andere Definition von Gerechtigkeit und fair für euch aufnehmen. Es zählt eure. Ne? Vielleicht müsst ihr auch eine Definition von fair und Gerechtigkeit für euch erstmal entwickeln. Ne? Das kann natürlich auch sein.
Gut, meine Lieben, super schönes Orakel. Da wartet ein toller Monat Juni auf euch. Ich freue mich total für euch, dass das so, so schöne Karten sind. Lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich über ein Abo. Gerne auch einen Kommentar. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr mir schreibt, wie das Orakel bei eurer individuellen Situation gepasst hat. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Ich versuche auch immer, soweit möglich alles zu beantworten. Und ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns ja gerne wieder beim nächsten Orakel. Vielen Dank und tschüss. Mein lieber Stapel 4 für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Ich lege den gleich mal zur Seite. Auch bei euch ist das die Zusatzbotschaft. Auch die lege ich zur Seite. Die schauen wir uns ganz zum Ende an. Und wir schauen erstmal in eure generellen Karten für den Juni. So, ihr habt den Ritter der Stäbe. Sehr schön. Ihr habt die Liebe. Wunderschöne Karte auch. Ihr habt den Krebs mit der Fürsorglichkeit. Ihr habt die Nummer 3 mit dem Schiff aus dem Lenormand. Ihr habt Hochzeit in mir. Wow, wie das jetzt schon passt. Wahnsinn. Was wünschst du dir? Das Rad, eine Zeit positiver Veränderungen, eine Situation, die sich plötzlich vorwärts bewegt. Und das Glück ist auf deiner Seite. Wunderschöne Karte. Die 8 des Feuers, die Ereignisse überschlagen sich, die Zeit der Verzögerungen ist vorbei. Vieles geschieht jetzt gleichzeitig. Ihr habt in der Liebeskarte, bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Das legen wir mal hier zur Seite. The Great Gathering, it's all coming together. Intuitive Hits und Soul Tribe, also eure Seelenfamilie, die hier auf euch wartet. Ihr habt Imagine, Vorstellung. Ihr habt das dritte Chakra mit dem Erzengel Chamuel. Ihr habt das Schwein mit dem Glück. Glück kündigt sich an, große und kleine Geschenke liegen auf deinem Weg. Du kannst Dinge erfolgreich zum Abschluss bringen. Wunderschöne Karte. Und du hast die Aufforderung, geh jetzt. So, also, das, was ich bei euch sehe, und ich gehe mal zuerst in die Zukunftsvision, ist, auf euch kommen wirklich positive Veränderungen zu. Ihr werdet richtig Glück haben. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Auf euch wartet wirklich eine Zeit des Glücks und ihr werdet immer wieder, das werdet ihr sehen, im Juni das Gefühl haben, Mensch, was habe ich für ein Glück? Dieses Gefühl von, ah, diese eigene Glückseligkeit, die man da innerlich hat, dieses, ah, da habe ich Glück im Leben, da ist mir das Leben wohlgesonnen, da kommt was auf mich zu, womit mich das Universum einfach beschenken möchte. Das habe ich bei euch wirklich drin. Also hier kommt wirklich das Glück auf euch zu. Das hier dreimal mit Ereignisse. Das können entweder mehrere größere Ereignisse sein oder immer wieder so kleinere Ereignisse, die euch das Gefühl geben, ich habe aber Glück im Leben. Und wo ihr dieses Glücksgefühl auch richtig tief empfinden könnt, weil ihr euch so beschenkt fühlt vom Universum. Ne? So, was ich auch in euch sehe, ist, es findet eine Hochzeit in euch statt. Und das ist in Verbindung mit Fürsorglichkeit, und zwar Fürsorglichkeit euch selbst gegenüber. Da werden sich zwei Teile in euch vereinen. Yin und Yang, männlich und weiblich, ne? Also vielleicht habt ihr das Gefühl auch in der Vergangenheit gehabt, dass ihr ein bisschen zerrissen seid, dass ihr so ein bisschen in zwei Teile gespalten seid, auch das Gefühl habe ich bei euch, und dass ihr nicht so wirklich in eine Richtung gehen könnt. Vielleicht habt ihr auch ganz konkret in gewissen Punkten Entscheidungsschwierigkeiten, weil ihr nicht wisst, ob ihr nach links oder nach rechts gehen sollt. Und hier findet eine Hochzeit in euch statt, ich nenne es jetzt mal so, wie es auf der Karte steht, wo sich wirklich zwei, also Seelenanteile in euch verbinden, und ich sehe das bei euch ganz stark im dritten Chakra, hier auch mit dem Ritter der Stäbe, auch das ist, steht ja fürs dritte Chakra, ne? Und das ist ja das Chakra der Leidenschaft, das ist das Chakra,
mit dem man einfach, du stehst in deiner Kraft, du bist dir deines Wertes bewusst, du bist dir deiner eigenen Kraft bewusst, du weißt genau, was du kannst, du weißt, wohin du gehen willst und du gehst da wirklich voller Leidenschaft hin, ne? Und der Ritter der Stäbe steht für mich immer auch so für den Ursprung der Leidenschaft, für so eine kindliche Leidenschaft, die so pur einfach ist, ne? Also dieses Gefühl von, ich gehe jetzt wirklich meinen Weg, ich habe jetzt Vertrauen, ich stehe in meiner Kraft, ich weiß, dass ich das schaffe, ich weiß, wie viel ich wert bin und ich gehe da jetzt einfach mal los. Und das schafft ihr, indem ihr euch wieder liebevoll um euch selbst kümmert, um euer Wohlergehen und dann mit offenen Herzen wirklich rausgeht, mit offenem Herzen wieder auf andere Leute auch zugeht, weil ihr in euch steht und in eurer Kraft. Und ihr bekommt da im Juni, ich habe richtig Gänsehaut, guckt euch die zwei Karten an, ne? Ihr bekommt da im Juni von eurer Seelenfamilie einen richtigen Push, ne? Kommt jetzt nicht hoch, damals. Guckt mal. Seht ihr das, wie viele Leute da hinter euch stehen? Jetzt nennt es mal Leute. Wie viele Ahnen da hinter euch stehen, was ihr da für eine Wahnsinnsseelenfamilie habt, die euch hier unterstützen. Und wenn ihr das zulasst, dass so dieser Ahnenstrom, die euch ja Energie geben möchten, vielleicht habt ihr euch ein Stück weit auch in der Vergangenheit energielos gefühlt, weil ihr nicht so wirklich wusstet, wo ihr hin wollt, weil ihr zerrissen wart innerlich, weil ihr nicht so wirklich wusstet, wo eure Leidenschaften liegen. Ihr habt hier eine Legion hinter euch stehen, die euch helfen möchten, die euch so einen Push und so eine Energie geben. Also wirklich, vielleicht könnt ihr ein bisschen mehr auch mit Ahnen arbeiten, indem ihr euch einfach immer wieder mal stellt euch hin und stellt euch vor, wie da Legionen hinter euch stehen, wie da wirklich auf jeder Seite, männlich und weiblich, eure Ahnen, eure Eltern, eure Großeltern, eure Großgroßeltern und so weiter und so fort, wie das zurückgeht. Und das ist eure Seelenfamilie, die sind euch so wohlgesonnen und die wollen, dass ihr das schafft in diesem Leben. Die wollen euch so viel Glück einfach geben und so viel mitgeben. Lasst das zu, ne? Ihr seid unwahrscheinlich gesegnet. Ich habe auch das Gefühl, ihr seid euch eures eigenen Wertes nicht so bewusst. Ihr seid vielleicht gerade ein bisschen in dieser Duckmäuschenhaltung, ne? Und die wollen euch aufwecken. Die wollen euch sagen, hey, was wünschst du dir in deinem Leben? Hol dir das. Steh in deiner Kraft, hol dir das, das steht dir zu, erkenne deinen Wert an, du bist göttlich. Geh da raus und hol dir das, was dir zusteht, hol dir das, was du dir wünschst. Verweile hier nicht in deinen Sehnsüchten. Sehnsüchte sind toll, aber man muss die auch leben, man muss das auch angehen. Und vielleicht hast du ein Stück weit immer das Gefühl, dass die Wünsche, die du in dir hast, vielleicht unterdrückst du die, weil du dir denkst, ah, ich bin das nicht wert und ich verdiene sowas nicht und ah, das wird ja nie was und so weiter. So ein Quatsch. Du hast hier wirklich, du hast eine Mission. Geh in deine Kraft, hier guck dir mal, was du hier an Gelb, an Sonne drin hast, an Leidenschaft fürs Leben, leb das, geh auf deine Wünsche zu. Imagine, Vorstellungskraft. What would you see, feel, think and hear if your wish came true? Geh in die Vorstellungskraft rein. Wie würdest du dich fühlen, wenn dein größter Wunsch in Erfüllung gehen würde? Und setz dich hin und geh diesen Wunsch gedanklich bis zu Ende und denk dir nicht, setz dich nicht hin und denk dir, oh, ich gewinne, ich sag jetzt mal in 2 Wochen 1 Million. Und dann schaltet sich der Verstand ein und sagt, oh, das geht ja sowieso nicht, das verdienst du ja eh nicht. Dieses Geplapper muss aufhören, das musst du ausschalten. Geh in diesen Wunsch rein, egal was der Verstand sagt. Lebe im Kopf ein, was wäre, wenn? Was wäre denn, wenn ich denn doch bekommen würde, was ich mir wünsche? Wie würde ich mich denn da fühlen? Geh in dieses Gefühl rein und gönn dir da jeden Tag 1, 2, 3 Minuten, wo du dir vielleicht inspirierende Musik dazu spielst und du für dich selber dir richtig dieses Gefühl vorstellst, wie du dich fühlst, wenn du in deiner Kraft stehst, wenn du voller Leidenschaft deine Wünsche lebst und wenn deine Wünsche Wirklichkeit werden. Du hast das Rad hier drin, du hast eine plötzliche positive Veränderung drin. Da bewegt sich was vorwärts. Das Glück ist auf deiner Seite, wie oft du hier alleine Glück stehen hast. Ne? Du hast das Glück dazu. Du wirst sehen, dir wird das in den Schoß fallen. Du musst da gar nicht viel dazu tun. Du bist ein Meister der Affirmationen. Geh jetzt los in Richtung deiner Leidenschaft. Guck dir mal, wie diese zwei Karten zusammenpassen.
von der Energie her. Das ist ein Wahnsinn. Geh los jetzt. Auf was wartest du noch? Du hast das verdient. Du hast das alles verdient und noch viel mehr. Und nimm das an, was das Leben dir geben möchte. Und stell dir vor, deine Ahnen haben das vielleicht nicht so ausleben können, aus welchen Umständen auch immer, und die möchten, dass du das jetzt besser machst, und die geben dir alle Unterstützung dazu. Du hast hier wirklich vom Universum, von den Ahnen, du hast hier alle Unterstützung. Deswegen geh los, stell dir deine Wünsche vor, hol dir, was dir zusteht. Geh wieder in deine Kraft rein, in deinen Selbstwert, ganz, ganz wichtig. Super, super, super schöne Karten für euch, wow. Echt, ich spüre richtig, wie die Power dahinter ist, hinter diesen Karten. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Hier auch im Liebesleben. Bleibe optimistisch, ne? Positives Denken, Vertrauen, da auch wieder. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Glück. Da, da, Glück, da, Glück, da, Glück, da, Glück. Also, das ist, dir kann ja gar nichts passieren. Das ist ja, ja. Du musst nicht mal einen Lottoschein ausfüllen und gewinnst im Lotto, ne? So ungefähr ist das. Das ist wirklich, du hast dir das alles verdient, und geh hier wieder ein Stück weit mehr in deinen Selbstwert und zweifle nicht daran, ob du das verdient hast oder nicht. Natürlich hast du das. Also das ist, das Universum funktioniert so nicht. Das Universum fragt nicht, oh, hat sie das verdient oder nicht und so weiter. Wenn du in das Gefühl reingehst, ziehst du es an, Punkt, aus. Gesetz der Anziehung. Wenn du dir selber was wert bist, dann wird dir das dann kann das Universum gar nicht anders und muss dir Glück bringen und muss dir Dinge bringen, die dir weiterhin das Gefühl geben, dass du was wert bist. Das geht gar nicht anders. Das ist das Gesetz der Resonanz. Das ist wie wenn du fragst dich ja auch nicht, wenn du den Stecker in die Steckdose reinsteckst, ob dann Licht kommt oder nicht, oder ob dann, was auch immer du einsteckst, ob das dann funktioniert oder nicht. Das ist ein ganz normales physikalisches Gesetz. Und genauso ist es bei euch auch. Zweifel nicht daran. Stell dich selber wieder hier, aktivier dein drittes Chakra wieder, deine Power wieder, und dann ziehst du das auch wieder in dein Leben, ganz klar. Und wir schauen jetzt nochmal in dein... So, entschuldigt bitte, jetzt wart ihr kurz weg. Wir schauen jetzt mal noch in eure Zusatzbotschaft rein für den Monat. Ich bin jetzt echt gespannt, was da bei euch kommt. Die Authentizität. Seien Sie stets aufrichtig und authentisch, damit Ihre Mitmenschen Ihre Integrität spüren und Ihnen vertrauen. Dann werden Ihre Beziehungen tief und erfüllend sein. Wenn sich andere Menschen in Ihrer Nähe wohlfühlen, kommt das letztendlich Ihnen selbst zugute. Schauen Sie sich Ihr Leben ehrlich an. Untersuchen Sie, in welchen Bereichen Sie sich selbst gegenüber nicht vollkommen ehrlich sind, und ändern Sie Ihre Einstellungen. Streben Sie danach, stets völlig authentisch zu sein, dann wird das Unternehmen Ihnen Türen zu Möglichkeiten öffnen, die Sie sich nicht einmal in Ihren kühnsten Träumen vorstellen konnten. Und eure Affirmation, ich bin ehrlich und aufrichtig und vor allem ehrlich zu euch selber. Ne? Wahnsinnig schöne Karten, irre. Also ich merke richtig auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe beim Mischen schon gespürt, dass die Energien jetzt im Vergleich zum Monatsorakel Mai und April für Juni ganz, ganz anders sind. Also auch so diese generellen kollektiven Energien, die ja da auch immer ein bisschen mit reinschwingen, da ist echt so diese Schwere, die ich oft drin hatte in den letzten Orakeln, die ist da wirklich weg, ne? Also hier geht's wieder in Richtung Sonne auch. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, gerne auch ein Abo unten, würde mich sehr freuen, auch über einen Kommentar. Ich lese alle Kommentare, ich finde das immer super schön, wenn ihr mir was schreibt. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Orakel wieder hören. Danke und tschüss!